Aussitzen Deluxe. Ich dachte, ich muss mich erschießen, wenn ich mir das erste Mal einen Online-Stream angucke. Hm. Aber ich hab's gemacht und es hat mir gefallen. Aussitzen Deluxe. Die Neustädter Kulturszene direkt auf deiner Couch. Im Auto. Oder in der Badewanne. Im Juli und August auf den Frequenzen von Coloradio jeden Tag ab 20 Uhr eine Stunde live aus deinen Dresdner Lieblingslocations. Also wundere dich nicht, wenn ich nicht anrufe, Mutti. Hall of Fame. Afropa. Kosmotik. Wagenplatz. Schotter und Gleise. Hechtgrün. Hanse 3. Luther 33. Interrobang. Da gibt's Konzerte, Workshops, Vorträge und Performances. Aussitzen Deluxe. Weil Aussitzen Spaß macht. Yay. Mehr Infos unter www.neustadt-art-kollektiv.org. Kollektiv mit K. Thank you.
Grenzen und griechischer Gottheit. Haus und Frauen gehen alles nur so gefügig. Doch göttliche Macht und griechische Gott verwischen nicht. Und wir so abhören, dein Macht soll unendlich sein. So bleibst du dein Kind deiner Zeit gleich im Höllenmanier. Meister Beschwörung aus dem Rissmitte und den Kämpfen der Hände. Bist du nicht gefragt, auf dem Leben zu sein? Es liegt nicht an meinem, ich werde es dir wegnehmen. Doch so der Magie, ohne selbst du weißt nicht wie, Geister schmutzen mir, wie der Fehl seiner Natur, wo Stimme von Liebe für Jugend und Liebe und Macht, doch zum Schluss bist du nur, was du bist, mein Gott, bist du. Hallo liebe Colorado-Hörer, wir sind Equinoxium aus Dresden. Habt ihr Bock? Wir vertonen derzeit das Drama Faust 1 von Johann Wolfgang von Goethe und wir spielen heute einen Auszug für euch daraus zur Erinnerung. Es geht um einen alten, verbitterten Mann, der gerne unendliche Weisheit haben würde. Und rein zufällig kommt der Teufel bei ihm vorbei und bietet ihm exakt das an mit einem kleinen Manko, dass er quasi seine Seele abgeben muss, wenn er dann abgelebt ist. Und da nimmt das Drama seinen Lauf. Es beginnt in seiner düsteren Lehrstube und er ist voll in suizidaler Stimmung, ne, hat keine Lust mehr aufs Leben. Und dann hört er aber die Osterglocken und geht hinaus in die Landschaft zum allseits berüchtigten Osterspaziergang.
tanzt mit bunter Jacke, Band und Transport war er angezogen. Schon um die Winde wurde es voll und alle tanzten schon mit Joch, hey, Joch, hey, Joch, heißer, heißer, hey. So ging der Fiedelbogen. Er hasst sich sicher an, als dieser klein Mädchen an mit seinem Ellenbogen. Die frische Dürre kehrt sich um und sagt, das Wichtigste. Juppé, juppé, jupp, weiter, weiter, hey, seid nicht ungezogen. Sie tanzten nicht und alle Röcken flogen. Sie wurden rot, sie wurden warm und guten Atem an den Arm. Joch, hey, joch, hey, joch, heißer, heißer, hey. Und fünf Tabellen flogen. Ja, der Osterspaziergang führte Faust auch durch ein Volksfest und er sammelt dabei auch einen Pudel auf. Mit ihm kehrt er zurück in seine Lehrstube. Es stellt sich heraus, dass dieser Pudel eigentlich Mephisto, also der Teufel ist, da ja auch das Sprichwort auf des Pudels Kern. Ja. Und ja, wie schon gesagt, sie schmieden dann den allseits berüchtigten Pakt. Time!
Dankeschön. Danke. So, ihr könnt natürlich gerne ein bisschen näher rankommen, ne? Also auch wenn hier eine Kamera steht, ihr müsst nicht dahinter. Ja, wie das so ist, ne? Jetzt haben Mephisto und Faust ihren Pakt geschlossen. Naja, und was macht der Fürst der Finsternis? Natürlich, er zeigt dem alten Knacker halt mal so ein bisschen, was so in der Welt abgeht. Und deshalb gehen sie in den Studentenclub und bechern ordentlich. Genau. So, in Studentenclubs geht's ja immer lustig her und ja, wird ordentlich gebechert. Da fallen auch mal ein paar Flachwitze. Chris, hast du vielleicht einen Flachwitz parat? Zufällig einen Flachwitz parat. Naja, vielleicht, ja. Ja, na dann, schieß mal los. Okay, also geht Jesus auf den Weihnachtsmarkt und kauft sich ein paar Fußballschuhe. Das sind dann die echten Christstollen, ne? We'll be right back.
aus dem Bahnhof über Hände auf mein Blitz am Fliegen. Stabil und auf den Kopfen auf den Dorn im Schießen. Faust und Mephisto waren jetzt in Auerbachs Keller, hatten dort ein bisschen Probleme mit Studenten, die ihm nach dem Leben getrachtet haben, sind dann abgehauen, wie das halt so ist. Und Faust hat einen totalen Kater. Mephisto meint dann so, du Junge, ich komm mal mit, ich kenne da so eine Hexe, die macht dir einen Antikatertrunk, da fühlst du dich wie 20. Und so begeben sie sich zur Hexenküche.
Vielen Dank. So. Ja, Faust muss ein wenig sich zurückziehen nach den vergangenen Ereignissen, ein bisschen in sich gehen. So begibt er sich in eine Höhle, in einem Wald und dort wandelt er auf der Weisheit dunklen Faden. Weisheit stunden war.
Vielen Dank hier an euch, das Publikum. Vielen Dank an den Wagenplatz, dass wir heute hier sein dürfen. Vielen Dank an Coloradio, dass sie hier ihre Technik zur Verfügung stellen, das Ganze hier aufnehmen. Und auch natürlich an das Publikum, an Coloradio, dass sie hier so geduldig mithört. Ja, wir kommen nun langsam zum Ende. Ja. Noch nicht Teil 2, nein, aber Teil 1 neigt sich langsam dem Ende. Wir haben noch nicht alle Lieder fertig, deswegen überspringen wir jetzt einen kleinen Teil und kommen gleich zur letzten Szene. Nochmal zur Info. Faust hat dann eine Geliebte namens Gretchen. Gretchen bringt ihr Kind um, deswegen ist Gretchen dann verurteilt worden und ist jetzt im Kerker. Und Faust versucht, sie zu retten, schafft es aber nicht, weil Gretchen hat sich gerade so im Kerker gemütlich gemacht und naja, sie kann Mephisto nicht so richtig leiden, deswegen will sie halt nicht mit. Deswegen hauen Faust und Mephisto dann ab. Gretchen stirbt, kommt in den Himmel. Ob das ein Happy End ist, muss jeder für sich entscheiden. Ist auf jeden Fall das Ende. Daher jetzt der Kerker. Ja, danach kommt noch eine Band. Widerstrebst deiner Natur
Mund des Himmels vertreten für Jugend, für Liebe und Macht. Doch zum Schluss bist du nur, was du bist. Ich entschwinde dir. Liebe Coloradio-Hörer, das war für euch Equinoctium. Hier bitte. Wir wollten noch eine Zugabe, aber nur unter einer Bedingung, und zwar, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen Bewegung sehen, ja? Macht ihr mit? Seid ihr dabei? Ja, dann. Okay. Es gibt noch ein Lied. Auf die Wunsch, auf den Würfel, auf die Wissen, nicht das Bein. Bin ich denn ein Nachbar?
nicht hallo. Alles in Flammen brennt sich vor. Liebe Feuerblut, ging das nicht lange Ein tolles Publikum. Wir hoffen, es hat euch hier auf dem Magenplatz und auch euch Colorado-Hörer vor den Rechnern oder vor den MP3-Player oder was auch immer Spaß gemacht. Wir verabschieden uns. Nach uns kommt noch eine wundervolle Band, No Matches Found. Die müsst ihr auch unbedingt noch erleben. Also